Georg, das Spitzenspiel habt ihr für euch leider verloren, 2-4. War aus meiner Sicht ein attraktives Spitzenspiel. Wie hast du es erlebt und gesehen und was kannst du sonst zum Spiel sagen? Ja, erstmal Gratulation an den Gegner für den Sieg. Trotzdem kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die haben sich wirklich voll reingehauen, haben Gas gegeben. Ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit es leider versäumt, das 3-1 nachzulegen. Sind dann nach der Halbzeit rausgekommen, haben eigentlich aus meiner Sicht zwei leichtfertige Gegentore bekommen, auch mit dem Freistoß, der durch Freund und Feind durchgeht und dann flach einschlägt. Von dem her, da haben wir nicht mehr den Zugriff bekommen aufs Spiel, den wir eigentlich wollten. Und ja, dann war es 3-2, 4-2 noch gefallen, der kleinste Mann auf dem Platz, der Simon Markovic, macht das Tor. Drei Spieler stehen außen rum, aber nichtsdestotrotz, wir haben wirklich sehr, sehr gut mitgehalten und ich glaube, haben Mutschelbach auch sehr viel abgefordert. Ich glaube, die sind auch an ihre Grenzen oder haben ihre Grenzen gehen müssen. Nichtsdestotrotz hätte ich mir natürlich mehr erhofft hier. Der Heimtrainer hat bemerkt, dass in dem Spiel sehr viel Brisanz war. Zum einen, weil euer Ex-Stürmer, der Erich Strobel, jetzt bei der Heimmannschaft kickt. Du, Ex-Aufstiegstrainer von Mutschelbach. Ja, wie viel Brisanz hast du in dem Spiel gesehen und wie hat sich das ausgewirkt? Ja gut, was heißt Brisanz? Ich habe jetzt keine Brisanz gesehen in dem Sinne von Erich Strobel oder Georg Erzig oder wie auch immer. Ich will das nicht an irgendwelchen Namen festmachen. Es ist einfach Brisanz für mich gewesen und das ist eine positive Sache. Einfach ein Spitzenspiel, Erster gegen Zweiter und die Brisanz war da aus meiner Sicht. Ja. Und natürlich, dass dann irgendwelche Nicklichkeiten oder sonstiges sind, aber das passiert in so einem Spiel auch ohne irgendwelche Namen. Wie war das ansonsten bei deinem Ex-Verein als Ex-Aufstiegs- und Erfolgstrainer zu sein, das erste Mal jetzt mit Heidelheim? Es war natürlich, man kann nicht sagen, es ist ein Spiel wie jedes andere. Natürlich, ich habe mir mehr erhofft. Ich habe eigentlich gehofft, ich fahre hier mit 3 Punkten heim, dann hätte ich mich richtig gefreut. Aber ansonsten, ja, viele alte bekannte Gesichter, viele alte bekannte Spieler hier und hat Spaß gemacht. Ihr seid zwar weiterhin Spitzenreiter tabellarisch, aber ein Spiel mehr habt ihr als Mutschelbach. 2 Punkte ist der Abstand, kann sich eigentlich dann, wenn die Spiele gleich ziehen, auch ändern. Ja, wie sind die Ziele? Die Ziele sind für mich nach wie vor. Wir haben, wie gesagt, ich habe die Mannschaft übernommen eigentlich am zweiten Spieltag. Von dem her wollen wir einfach Woche für Woche weiterarbeiten, Gas geben. Wollen gucken, dass wir möglichst viele Punkte sammeln und ohne irgendwelche großartigen Ziele uns zu setzen. Euer nächster Gegner ist dann Reichenbach. Das wird ein Heimspiel. Sicherlich ein Gegner, der auch relativ hohe Ansprüche hat. Ja, was meinst du, was das für ein Spiel und für ein Gegner wird? Ich lasse mir heute erstmal die Luft und Zeit durchzuschnaufen, das heutige Spiel zu verarbeiten. Und ab morgen wird volle Kanone auf Reichenbach sich eingestellt und vorbereitet. Und dann nehmen wir das Spiel wieder. Genauso wie jedes andere Spiel, geben Vollgas, um dann die 3 Punkte bei uns zu behalten. Georg, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Dankeschön.